Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich zunächst recht herzlich bei meiner Fraktion bedanken, dass sie mir heute die Möglichkeit gibt, zum Thema Fracking reden zu können. Ich rede hier als Abgeordneter des Wahlkreises Rothenburg-Heidekreis und in diesem Wahlkreis gibt es direkt viele Fracking-Maßnahmen, viele Vorhaben und die Verunsicherung bei den Menschen ist groß. Ich konnte in den vergangenen Monaten viele Gespräche führen mit Energieunternehmen, mit Bürgerinitiativen, mit Kommunalpolitikern, mit den Menschen vor Ort, egal ob in Bötersen, im Landkreis Rothenburg, im Heidekreis oder auch im Nachbarlandkreis Verden in Völkersen. Ich sage Ihnen, ich habe viele Gespräche führen können und es gibt eine große Verunsicherung der Menschen, was dort unter ihren Füßen passiert. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU, FDP und CSU, ich sage Ihnen, die Menschen haben kein Verständnis mehr für ihr Zaudern, für ihr Zögern, für ihr Taktieren, für ihr Abwarten, für ihr Nichthandeln. Wir brauchen endlich klare Regeln, wenn es um das Fracken geht. Und egal, ob bei mir im Wahlkreis, in Niedersachsen oder im Rest der Republik, es sind doch Kollegen aus Ihren Reihen, die all diese Bedenken teilen. Es sind Ihre Kreistagsabgeordneten, es sind Ihre Stadt- und Gemeinderäte, die parteiübergreifend Resolutionen auf den Weg gegen das Fracking auf den Weg bringen. Aber trotzdem sind wir hier nach fast 2 Jahren Debatte keinen Schritt weiter. Und wenn ich hier so einige Redebeiträge höre, dann bin ich mir ja fast sicher, müsste der Antrag von den Grünen und müsste der Antrag von der SPD ja heute eine Mehrheit finden. Ich bin gespannt, ob Sie diesen Mut aufbringen. Und ich finde es ja spannend, dass dann auch konservative Politiker auf die Bürgerinitiativen vor Ort zugehen. Das passiert ja nicht überall. Aber es scheint dann etwas zu passieren. Im Wahlkreis vertreten sie unsere Meinung und auf dem Weg nach Berlin scheint das dann verloren zu gehen. Ich sage Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, das bekommen die Menschen mit, wenn hier ein doppeltes Spiel gespielt wird. Lösen Sie endlich diesen Widerspruch auf und handeln Sie. Vertreten Sie eine klare Position, wenn es um das Fracken geht. Es gibt keinen Grund mehr zu warten. Wir brauchen jetzt Entscheidungen. Sie haben sich monatelang rausgeredet mit dem Gutachten des Umweltministeriums, das neue Erkenntnisse bringen sollte. Und ich sage, ich glaube ja Peter Altmaier und dem, was da in seinem Gutachten drin steht. Aber dann frage ich mich, warum gibt es noch keine Konsequenz aus diesem Gutachten, das doch so klar sagt, was passieren soll? Ich sage Ihnen, im Zweifel für die Sicherheit der Menschen. Das muss das Leitmotiv von unseren politischen Entscheidungen sein. Wir Sozialdemokraten und auch die Grünen, wir haben klar auf den Tisch gelegt, was hier passieren soll. Wir sind für ein Moratorium und wir wollen dann ein grundsätzliches Verbot von Fracking-Maßnahmen in Trinkwassergewinnungsgebieten. Wir wollen, dass die Verpressung von Fracking-Abwässern untersagt wird und klare Regeln für die Entsorgung verabschiedet werden. Wir wollen eine verbindliche Umweltverträglichkeitsprüfung, um die Risiken für Mensch und Umwelt frühzeitig zu erkennen und zu verhindern. Und vor allem wollen wir mehr Öffentlichkeitsbeteiligung. Wir wollen mehr Transparenz und Informationen für die, die es betrifft. Und auch hier sage ich, hier müssten Sie doch mitgehen und diesen Weg der Beteiligung, der Transparenz auch für richtig empfinden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist Zeit für Entscheidungen. Die Koalition redet und redet und redet. Sie macht Gutachten, sie macht Fachkonferenzen, sie macht Arbeitskreise, sie macht Ankündigungen und dann redet sie wieder und redet und alles beginnt von vorn. Hier liegen klare Vorschläge von SPD und Grünen auf dem Tisch. Hören Sie auf zu taktieren, treffen Sie Entscheidungen. Das ist das, was die Menschen erwarten in meinem Wahlkreis, in Niedersachsen und in vielen anderen Stellen der Republik. Verantwortliches Handeln, klare Kante. Hören Sie auf zu lavieren. Danke fürs Zuhören. Franz Obermeier hat jetzt das Wort für die CDU-CSU-Fraktion.